Ja, hallo und herzlich willkommen zum Videointerview beim SV Meppen. Am Freitag steht das Spiel gegen den FSV Zwickau an. Unser heutiger Gesprächspartner kennt beide Vereine sehr gut. Es ist Mario Neumann, der Co-Trainer des SV Meppen. Ja, Mario, das Rostock-Spiel liegt jetzt knapp 2 Wochen zurück. Nico Granatowski hat euch dort zum Sieg geschossen. Was hat dieser Sieg dann innerhalb der Mannschaft auch ausgelöst und bewirkt? Ja, erstmal Freude, ja, dass wir das Spiel für uns gewinnen konnten. Und ja, jetzt ist natürlich der Druck nicht so groß gegen Zwickau. Ne? Wenn man nur einen Punkt gehabt hätte, Heimspiel, müsste man schon fast gewinnen, um dran zu bleiben. Jetzt gegen Zwickau ist es für dich kein Spiel wie das andere, kann man sicherlich sagen. Du hast von 1977 bis 1993 dort gespielt. Weißt du noch, wie du damals zum Verein gekommen bist? Ja, war Zufall. Ich habe einen Kumpels mitgeschleppt von der Schule und dann war ich 2 Spiele im Feld und dann bin ich im Tor hängen geblieben. Was verbindest du mit dem Verein? Was waren so die Erlebnisse, die bei dir hängen geblieben sind? Ja, erstmal, wie gesagt, habe ich dort alle Jugendmannschaften durchlaufen, hatte dann das Glück, auch in der ersten Mannschaft zu spielen, damalige erste Liga in der DDR. Ja, mein erstes Spiel war gleich ein Derby in Aue vor fast 20.000 Zuschauern. Ja, und das war schon eine tolle Geschichte. Auch negative Erlebnisse. Ja, es gab mal Ausschreitungen, Zwickau gegen Aue. Ja, dann haben wir 2-mal die Relegation nicht geschafft. Einmal an Wolfsburg gescheitert, einmal am VfB Leipzig. Was konnte der Torwart Mario Neumann besonders gut? Und im Umkehrschluss, was war so eine Schwäche von dir? Weiß nicht, ich glaube, dass ich ein solider Torwart war. Also ich hatte jetzt keine extremen Stärken oder extreme Schwächen. Ja, also es war alles so gleich ausgeprägt. Jetzt gegen deinen ehemaligen Verein, bist du so ein Typ, der dann so ein bisschen gefühlsduselig wird? Oder wird das vielleicht eher auch im Rückspiel so sein, wenn du in Zwickau dann das erste Mal sein wirst? Also Gefühlsduselei wird es mit Sicherheit nicht geben. Dafür ist es auch schon viel zu lange her. Ja, ich bin seit 93 da weg. Ja, meine Eltern leben noch in Zwickau. Es gibt noch so ein paar lose Kontakte, wenn mal so Oldie-Turniere oder so sind, zu ehemaligen Jungs. Ja, aber sonst bin ich jetzt hier verwurzelt in der Region. Wen kennst du aus dem jetzigen Verein noch? Ja, Thorsten Ziegner, der Trainer, mit dem habe ich zusammengespielt in Jena. Ja, David Wagner, der Sportvorstand, mit dem habe ich auch noch so ein bisschen zusammengespielt. Ja, und dann der Mannschaftsleiter, den kenne ich privat noch. Ja, sonst sind da nicht mehr viele. Ja, kommen wir zum Spiel am Freitag gegen Zwickau. Nach dem ersten Sieg überhaupt in der dritten Liga in Rostock hoffen natürlich alle, dass ihr jetzt den Heimsieg landen werdet. Warum wird es aber trotzdem eine schwierige Partie jetzt gegen Zwickau? Ja, Zwickau hat natürlich eine Wahnsinnsrückrunde gespielt in der letzten Saison, ja, wo sie fast nochmal angeklopft hätten, hatten aber keine Lizenz beantragt. So, jetzt ist die Erwartungshaltung natürlich groß, so die ersten Spiele liefen nicht so erfolgreich. Ja, und die haben schon einen gewissen Druck, ja, weil man sich das auch alles anders vorgestellt hat. Und deswegen wird das für uns eine ganz, ganz schwere Geschichte, weil ich mir auch vorstellen kann, dass Ziege die Truppe so einstellen wird, ja, dass wir es nicht so einfach haben werden. Du hast ein sehr enges Verhältnis zu Christian Neidhardt. Ihr verbringt auch sehr viel Zeit miteinander natürlich. Kannst du mal so ein bisschen erklären, wie ihr euch auf so ein Spiel gegen Zwickau vorbereitet, sag mal, was die Taktik und so weiter anbetrifft? Ihr werdet euch ja wahrscheinlich nicht eine Stunde lang in der Kabine einschließen. Nein, also ist ja schon der Tatsache geschuldet, dass wir ganz eng aneinander wohnen, dass wir eine Fahrgemeinschaft machen, ja, dass wir fast eine Stunde hin, eine Stunde zurück im Auto sitzen, wo sich ausgetauscht wird. Wir sammeln Informationen, wird rumtelefoniert. Ja, so, dann haben wir Videos, die wir anschauen. Ja, und dann versuchen wir eben das Bestmögliche für unsere Truppe zusammenzustellen und auch die bestmögliche Taktik zu entwickeln. Was denkst du am Freitag, eine Prognose, wie das Spiel laufen wird? Ja, also ich hoffe, dass wir an unsere tolle Leistung gegen Magdeburg erste Halbzeit anknüpfen können. Ja, und dass wir dann wie in Rostock als Sieger vom Platz gehen. Ja, das wünschen wir euch. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.